So, heute mache ich für euch einen wunderschönen bauernden Brust auf den Big Green Egg. Das ist für mich ein ganz, ganz toller Grill. Durch diesen Dome-Effekt auch speichert die Hitze unglaublich gut und gibt eine ganz, ganz tolle Raucharoma ans Fisch, Fleisch, Gemüse, alles, was gegrillt wird. Ja? Hier habe ich jetzt einen kleinen vorgegartes Huhn. Das heißt, so wie der ist, im rohen Zustand, ohne Gewürz, nur ein bisschen Butter oder ein bisschen Öl, mit Klarsichtfolie zugedeckt. Dann habe ich das im Ofen reingetan, bei 65 Grad, ungefähr 30, 35 Minuten. Jetzt tue ich das einfach raus, wie die früher das gemacht haben, zack, zack, und schon fertig. Das tue ich dann jetzt schön auf den Grillrost bei ca. 200 Grad. Ein Tipp von mir zum Grillen ist immer, dass der Glut richtig rot ist. Ja? Dann hat man das Gefahr nicht, dass es verbrennt. Jetzt tue ich mal hier das Brust einfach schön drauf auf den Rost. Noch dazu habe ich hier einen gelben Zucchini-Scheibe. Lege ich auch mit auf das Grill drauf. Mache den Deckel zu und dann tue ich jetzt hier meine Gemüsebraten. Gemüse dazu habe ich ausgewählt heute Pfifferlinge, lila Blumenkohl, Romanesco und immer benutze ich eine Art von Zwiebel beim Gemüse oder egal was. Und hier habe ich jetzt Moorstuhl bzw. Kaiserschoten. Ja. Pfanne ist heiß genug. Schöne Handvoll Pfifferlinge hier rein. Pfifferlinge muss man immer gut getrocknet sein. Also normalerweise Pfifferlinge haben nichts zu suchen im Wasser oder waschen. Einfach die Erde abkratzen oder mit einer Bürste. Weil sonst, wenn die zu nass sind, ist es nur noch ein Matsch bzw. nur noch Flüssigkeit kommt raus. Und was auch wichtig ist, nicht vorher würzen. Immer später. So, die kommen schon ziemlich schnell. Ich merke schon, ich muss noch ein bisschen Fettstoff noch dazugeben. Gleichzeitig tue ich meinen Romanesco und Blumenkohl noch dazu. Ich muss natürlich auch ein bisschen hier zwischendurch mal schauen. Ein Grill geht, das Grill geht sehr, sehr schnell. Schaue ich mal meine Hühnerbrust an. Ich habe jetzt schon einen wunderschönen Grillmuster schon drauf. Ist ganz, ganz wichtig auch, dass es ein bisschen vorgegart wird, beziehungsweise den Tipp, Zimmer temperieren erst einmal, dann im Ofen bei Sanftgaren 65 Grad und hat man ein wunderschönes, saftiges Hühnerbrust später. Hier, wie man sieht, es kommt langsam. Jetzt tue ich mal leicht salzen, noch ein bisschen Fettstoff dazu. Jetzt tue ich meine Frühlingszwiebeln dieses Mal einfach so im Ganzen drauf wieder. Kaiserschoten auch. Und hier natürlich, das sieht aus und es funktioniert ungefähr gleich wie ein Wok. Ja? Aber der Wahl vom Gemüse selber könnt ihr selber bestimmen. Ja? Ob es jetzt Spargel ist oder Steinpilzen oder was weiß ich. Einfach nur ein bisschen Fantasie. Jetzt kommt hier auch dazu, dass es ein bisschen schmeidiger wird, ein bisschen Butter. Und dann habe ich hier eine ganz, ganz besondere Gewürzmischung vom Ingo Holland, das sogenannte Wok Spice Gewürzmischung, ein Traum. So, Chicken nochmal anschauen. So, kleines bisschen Öl auf meine Zucchini.
Auch mit Öl beim Grill muss man echt mit Vorsicht zu genießen, beziehungsweise nur einen kleinen Tropfen drauf, sonst haben wir nur noch Feuer. Das ist gut. Dann ein kleines bisschen Piri Piri zum Würzen. So, Gemüse schaut gut aus. Ein bisschen Salz, dann habe ich hier ein bisschen Mohn und ein bisschen Sesam weiß und schwarz. Das lassen wir so. Wir schauen jetzt wieder zu unserer Hühnerbrust. So, ich würde sagen, jetzt können wir anrichten. Das Gemüse ist perfekt. So, auch wie ich das immer mache, ist einfach ein bisschen das ganze Teller benutzen, aber nicht zu viel drauf trapieren. Wir wollen ein kleines bisschen Optik auch gewinnen hier. Dann habe ich hier nichts anderes als ein bisschen vermischtes Teriyaki-Soße mit Sojasauce und einem Hauch von Wasabi-Paste. Jetzt tue ich mal einen schönen Löffel drauf gießen und schauen, dass das ganze Gemüse auf jeden Fall ein bisschen drauf bekommt von der Soße. Und hier habe ich jetzt ganz fein ein kleines bisschen French Dressing oder ein Tipp von mir. Nimm einfach Mayo aus der Tube, verfeine das mit einem weißes Balsamico-Essig und dann einfach drauf tun, ja, für die Säure. Und hier machen wir ein kleines bisschen Wild Style. Jetzt schauen wir unsere Chicken an. Das tun wir aus dem Weg. Da ist meine Zange. So, das Hühnerbrust schaut super aus. Die gegrillte Zucchini-Scheibe tun wir hier drauf setzen. Da könnte man auch, ist es natürlich Geschmackssache, man kann aber auch hier ein Tomaten-Vinaigrette auch nehmen. Ne? Chicken einmal durchschneiden. Bisschen Salz noch drauf. Einmal draufsetzen so. Die Scheibe auch daneben. Und da haben wir jetzt indoors einen gegrilltes Bauernhuhn mit einem wok-spicy Gemüse und einem gelben Zucchini. Bon Appetit!